Vor langer Zeit lebte in einem kleinen malerischen Dorf inmitten üppig grüner Hügel und fließender Flüsse ein reifes und liebevolles Ehepaar. Sie waren bekannt für ihre harmonische Beziehung und teilten jede Freude und jeden Kummer miteinander. Ihre Bindung war so stark, dass sie von allen, die sie umgaben, beneidet wurden. Doch wie alle Paare hatten sie mit ihren eigenen Herausforderungen zu kämpfen, und insbesondere der Ehemann kämpfte mit der Last bestimmter Gedanken, die er nicht mit seiner Frau teilen konnte. Eines Tages, als der Mann am Flussufer saß und über seine Situation nachdachte, bemerkte er eine weise und ruhige Gestalt, die sich näherte. Es war der verehrte Zen-Meister, der auf dem nahegelegenen Berg wohnte. Der Mann fühlte sich hingezogen, Rat zu suchen, und beschloss, sich dem Zen-Meister mit seinem Dilemma anzuvertrauen. »Meister«, begann er, »ich bin mit einer schönen und verständnisvollen Frau gesegnet, aber es gibt Dinge in meinem Herzen, die ich ihr nicht zu sagen wage. Ich fürchte, dass ich sie damit verletzen oder die Ruhe in unserer Beziehung stören könnte. Was soll ich tun?« Mit einem heiteren Lächeln lud der Zen-Meister den Ehemann ein, sich neben ihn zu setzen, und antwortete, »Auf der Reise des Lebens, mein Sohn, begegnen wir verschiedenen Situationen, die die Sinne unserer Beziehungen auf die Probe stellen. Es ist ganz natürlich, dass wir Gedanken und Emotionen haben, die vielleicht nicht in perfekter Harmonie mit der Sichtweise unseres Partners sind. Die Kunst, eine gesegnete Beziehung aufrechtzuerhalten, besteht jedoch nicht darin, Wahrheiten zu verbergen, sondern zu verstehen, dass sowohl das Sprechen als auch das Zurückhalten Wege zur Harmonie und Erleuchtung sind. Der Ehemann war begierig darauf, die Weisheit zu begreifen, die der Zen-Meister ihm mitteilen wollte, und neigte den Kopf, woraufhin der Meister fortfuhr. Die Worte des Zorns: Wenn das Feuer des Zorns in dir aufflackert, lass die Flammen nicht auf deine Frau übergreifen. Zorn ist ein mächtiges Gefühl, und wenn er einmal entfacht ist, kann er bleibende Narben hinterlassen. Suchen Sie stattdessen die Einsamkeit, um die Flammen abzukühlen und die ruhigen Gewässer des Verstehens walten zu lassen. Wenn Sie zur Ruhe gekommen sind, teilen Sie Ihre Sorgen mit Liebe und Mitgefühl mit, denn ein Herz, das für Sanftmut empfänglich ist, wird Ihre Worte bereitwillig annehmen. Die Worte des Tadels: Wenn die Winde des Unglücks wehen und du jemanden suchst, dem du die Schuld geben kannst, dann zeige nicht mit dem Finger auf deine Frau. Schuld, mein Sohn, ist eine vergebliche Suche, die nur die Wunden vertieft und die Kluft zwischen den Seelen vergrößert. Übernehmen Sie stattdessen die Verantwortung für Ihren Anteil an dem Missverständnis und lassen Sie Ihre Worte von Einfühlungsvermögen leiten. Auf diese Weise wirst du die Saat der Einheit und des Wachstums sehen. Die Worte des Ego: Das Ego, mein Sohn, ist eine gefräßige Bestie, die ständig nach Bestätigung sucht. Doch im heiligen Raum der Ehe hat das Ego keinen Platz. Prahlen Sie nicht mit Ihren Erfolgen und verbergen Sie nicht Ihre Schwächen, um Ihren Stolz zu schützen. Eine wirklich starke Beziehung lebt von Verletzlichkeit und Offenheit, die es beiden Partnern ermöglicht, sich zu entfalten und gemeinsam zu wachsen. Machen Sie sich Demut zu eigen und beobachten Sie, wie Ihre Liebe aufblüht. Die Worte des Vergleichs: Der Vergleich ist ein Dieb der Freude, der Sie des gegenwärtigen Augenblicks beraubt, während Sie sich auf die schwer fassbare Vergangenheit oder Zukunft fixieren. Ihre Frau ist ein einzigartiges Wesen, unvergleichbar mit jedem anderen. Halten Sie sich nicht mit dem auf, was andere besitzen oder was Sie in Ihrem Leben als Mangel empfinden. Feiern Sie stattdessen die Einzigartigkeit Ihrer Partnerin, schätzen Sie Ihre Stärken und akzeptieren Sie Ihre Schwächen, so wie sie es für Sie tut. Die Worte des Zweifels: Im Garten der Liebe ist der Zweifel ein giftiges Unkraut, das das Vertrauen erstickt und die Intimität untergräbt. Sehen Sie nicht die Saat des Zweifels in das Herz Ihrer Frau, indem Sie Ihre Absichten oder Ihre Loyalität in Frage stellen. Ist das Vertrauen erst einmal gebrochen, lässt es sich nur schwer wiederherstellen. Kultiviere stattdessen einen Garten des Vertrauens und des gegenseitigen Respekts, in dem die Blumen der Liebe blühen und der Duft der Hingabe die Luft erfüllt. Der Ehemann nahm die Lehren des Meisters in sich auf und fühlte tief in seinem Herzen eine neu gewonnene Klarheit. Er dankte dem Meister ausgiebig und verneigte sich in Dankbarkeit für die unschätzbare Weisheit,
die ihm vermittelt worden war. Mit diesen 5 Lehren bewaffnet, kehrte der Ehemann nach Hause zurück und war entschlossen, sie in seinem Leben und in seiner Ehe in die Praxis umzusetzen. Mit der Zeit bemerkte er eine tiefgreifende Veränderung in sich selbst und in seiner Beziehung zu seiner Frau. Als er darauf verzichtete, die 5 verbotenen Worte auszusprechen, stellte er fest, dass er immer mehr in Einklang mit der Essenz ihrer Liebe war. Auch seine Frau spürte die positive Veränderung in ihm. In schwierigen Momenten zog er sich in die Einsamkeit zurück, um sich mit seinen Gefühlen und Gedanken zu konfrontieren, was es ihm ermöglichte, mit Gnade und Liebe zu antworten, anstatt impulsiv mit Wut zu reagieren. Er gab das Bedürfnis auf, anderen die Schuld zu geben, und übernahm die Verantwortung für sein Handeln, was ein tieferes Gefühl des Vertrauens und der Verletzlichkeit in seiner Ehe förderte. Er lernte, den Aufruhr seines Egos zur Ruhe zu bringen, sich vom Egoismus zu befreien und seine Frau wirklich so zu schätzen, wie sie war, ohne Vergleiche anzustellen oder anderswo nach Erfüllung zu suchen. Vor allem aber verbannte er die Schatten des Zweifels aus seinem Herzen und ersetzte sie durch unerschütterliches Vertrauen in die Liebe und Treue seiner Frau. Ihre Bindung wurde stärker, als sie offen miteinander kommunizierten und ein tiefes Verständnis für die Gefühle und Wünsche des anderen entwickelten. Im Laufe der Jahreszeiten bemerkte das Dorf das strahlende Leuchten der Liebe des Paares, ein Leuchtfeuer der Hoffnung für alle, die in ihren eigenen Beziehungen Probleme hatten. Die Menschen suchten ihren Rat, und der Ehemann teilte demütig die Weisheit, die er von dem Zen-Meister erhalten hatte. Schon bald wurde ihr Haus zu einem Zufluchtsort für Menschen, die Rat und Trost suchten. Der Ehemann hörte sich geduldig ihre Sorgen an, erzählte von den Lehren des Meisters und gab die tiefgreifenden Lektionen weiter, die sein Leben verändert hatten. Im Dorf, das einst von Klatsch und Zwietracht erfüllt war, entwickelte sich eine Kultur der Empathie, des Mitgefühls und der offenen Kommunikation. Die Lehren der 5 Dinge, die man seinem Partner niemals sagen sollte, verbreiteten sich wie ein Lauffeuer, überbrückten Klüfte und heilten alte Wunden. So lebte die Legende von der Weisheit des Zen-Meisters nicht nur in den Herzen von Mann und Frau weiter, sondern auch im ganzen Dorf und darüber hinaus. Die Geschichte des verwandelten Paares und ihres unschätzbaren Rates verbreitete sich weit und breit und inspirierte unzählige Menschen, ihre Beziehungen mit Liebe, Verständnis und Akzeptanz zu pflegen. Die Moral der Geschichte ist eine zeitlose Erinnerung daran, dass eine harmonische Beziehung von offener Kommunikation, Vertrauen, Einfühlungsvermögen und dem Mut, Emotionen achtsam zu begegnen, lebt. Die 5 Lehren haben die Kraft, nicht nur die ehelichen Bande zu stärken, sondern auch Brücken zwischen den Herzen zu bauen und eine Welt zu kultivieren, in der Liebe und Mitgefühl die Oberhand gewinnen. Lassen wir uns von der Weisheit des Zen-Meisters und des transformierten Ehemannes leiten, wenn wir uns auf unsere eigene Reise der Liebe und des Verständnisses begeben und versuchen, das Gewebe des Lebens mit jedem mitfühlenden Faden, den wir weben, zu bereichern. Mögen wir das Licht dieser Lehren in uns tragen und ihre Ausstrahlung mit jedem teilen, dem wir begegnen. Denn so werden wir eine Welt schaffen, die in der Schönheit harmonischer Beziehungen erblüht und von der grenzenlosen Anmut der Liebe erfüllt ist.